Heutzutage werden medizinische Behandlungen durchgeführt, die schon vor Tausenden von Jahren praktiziert wurden. Die Zivilisation der Ägypter war in Bezug auf medizinische Eingriffe eine der bekanntesten und fortschrittlichsten zu seiner Zeit. Wir können uns ein gutes Bild von der großen medizinischen Leistung der alten Ägypter machen, wenn wir das gemeißelte Flachrelief, das sich an einer der Wände des Tempels von Komombo befindet, näher betrachten. Dort sind 48 chirurgische Instrumente zu sehen, welche die heutigen Fachärzte als Pinzetten, Scheren, Skalpelle, Sägen oder Sonden erkannt haben. Dazu sollte erwähnt werden, dass im Jahr 2001 ein 4000 Jahre altes Grab eines Arztes mit 30 verschiedenen chirurgischen Bronzeinstrumenten gefunden wurde, die er höchstwahrscheinlich während der Ausübung seines Berufes benutzte. Die alten Ägypter waren so fortschrittlich, dass sowohl die Griechen als auch später die Römer Medizintechniken, die aus dem alten Reich des Nils kamen, verwendeten. Hatten die alten Ägypter einen Teil ihres Wissens von einer vorherigen vorgeschrittenen Zivilisation geerbt? Vielleicht ist eine der medizinischen Eingriffe, die diese Theorie besser belegt, die Durchführung der Trepanation der Schädelöffnung. Eine Operation, von der wir bis heute immer noch nicht genau wissen, wozu sie durchgeführt wurde. Aber das Unglaublichste ist, dass dies seit der Mittelsteinzeit praktiziert wird. Überraschenderweise waren 90% dieser Eingriffe erfolgreich und der Patient lebte weiter. Trepanationen sind auf fast allen Kontinenten dokumentiert. Eine große Anzahl in Europa und Südamerika, aber auch in Ländern wie Syrien und Japan. Die ältesten Überreste dieser Praxis wurden auf 12.000 Jahre datiert. Ein Zeitraum, der mit der letzten großen Katastrophe, die auf der Erde stattgefunden hat und die großen Zivilisationen der Vergangenheit löschte, übereinstimmt. Es gibt ein überraschendes und einzigartiges Beispiel, das für das große chirurgische Wissen der alten Ägypter spricht. Im Jahr 1971 kaufte das Ägyptische Museum Rosicrucian in Kalifornien, USA, zwei noch versiegelte altägyptische Sarkophage. Als sie geöffnet wurden, befand sich nur in einem von ihnen eine Mumie. Die ersten Studien enthüllten, dass es sich um einen rothaarigen Mann der Oberschicht handelte. Neuere Studien haben gezeigt, dass diese Mumie den vordynastischen Ägyptern, einem Volk mit weißer oder heller Haut, zugeschrieben wird. Sie hatten blonde oder rote Haare und blau oder grüne Augen. Diese Merkmale sind typisch für die nordischen Völker, die Teil dieser alten Rassen waren und sich überall auf der Welt verbreiteten. Der Name der Mumie war auf den Sarg geschrieben. Sie hieß Usamontu, was übersetzt die Macht von Montu bedeutet. Allerdings ergaben spätere Untersuchungen, dass diese Mumie erst später dorthin gelegt wurde und somit nicht ursprünglich ihr Sarg gewesen war. Erst 1995 machte ein Team von Wissenschaftlern im Körper dieser Mumie eine außergewöhnliche Entdeckung. Es handelte sich um den Beweis eines vorgeschrittenen chirurgischen Eingriffes, der mindestens vor 2600 Jahren durchgeführt wurde. Dank des Röntgenscanners entdeckte Professor Wilfred Griggs etwas Erstaunliches. Die Mumie hatte im linken Knie eine etwa 23 cm große orthopädische Metallschraube, die nach einem sehr ähnlichen biomechanischen Verfahren, wie wir es heutzutage kennen, eingesetzt wurde. Um die Art des Implantats zu bestimmen und um Proben zu entnehmen, bohrte Professor Griggs zusammen mit dem orthopädischen Chirurgen Richard Jackson und dem Chefradiologen Bruce McLeaf ein Loch in den Knochen. Die Untersuchung bestätigt, dass die Schraube aus der gleichen Zeit wie die Mumie stammt. Zudem stellte man fest, dass die Schraubengewinde schmaler wurde, je tiefer sie in das Oberschenkelknochen eindrang. Das ist eine ähnliche Technik, die derzeit bei biomechanischen Methoden verwendet wird. Am Ende der Schraube, die in den Schienbein verankert ist, kommen drei Laschen aus ihrer Mitte heraus.
Sie bieten eine große Stabilität und verhindern die Drehung des Beines. Das erstaunliche Artefakt wurde durch ein organisches Harz an Knochen befestigt. Ein Produkt, das den heute verwendeten Knochenzement ähnlich ist. Dr. Jackson drückte seine Überraschung über die erzielten Ergebnisse aus. Wir sind erstaunt über die Fähigkeit, Metallimplantate herzustellen, mit den biomechanischen Prinzipien, die wir heute verwenden, wie zum Beispiel die starre Fixierung von Knochen. Dies geht über alles hinaus, was wir von dieser Zeit erwarten konnten. Dies zeigt uns, dass die alten Ägypter diese Art von Interventionen bereits zur Bekämpfung von Knochenbrüchen eingesetzt haben. Aber in diesem Fall zeigte die Studie, dass die Schraube nach dem Tod von Usemontu jedoch vor der Einbalsamierung eingesetzt wurde. Die alten Ägypter bereiteten den Körper so gut wie möglich auf die Reise ins Jenseits vor. Und für sie war es sehr wichtig, die Leiche bestmöglich zu erhalten. Ein solches Implantat zur Stabilisierung des Beins in das Knie einzusetzen, ist wirklich erstaunlich, da sie es auch einfach mit Bandagen oder Stoffstreifen hätten zusammenhalten können. Unter anderem zeigen uns diese Funde, dass das medizinische Wissen der alten Ägypter in der Antike weitaus fortgeschrittener gewesen sein muss, als bislang vermutet.